Am Freitag, den 6.4., haben wir den Schachclub im Seniorentreff im Hansahof besucht. Dort treffen sich jede Woche gegen 10 Uhr Schachbegeisterte, um bei Kaffee und Tee gegeneinander anzutreten. Wir wollten vom Vorsitzenden des Hansahofs, Erwin Stroth, wissen, wie lange es den Schachclub gibt und was dort geschieht. Soweit ich weiß, existiert er hier schon 40 Jahre. Und das Verrückte ist, da kommen immer wieder neue dazu. Und jedes Jahr spielen die ein Turnier und dann sind 40, 50 Gäste da. Jetzt ist Sommerzeit, da sind viele in Urlaub. Und es ist eine wunderbare Ruhe darin und alle sind richtig tief in Gedanken versunken und versuchen, die besten Schachzüge zu machen. Zweimal im Jahr findet im Hansahof ein Schachturnier statt. Rund 50 Schachspieler treten dort gegeneinander an. Wie dieses Turnier abläuft, erklärt Vorsitzender Erwin Stroth. Die Schachspieler spielen in drei Gruppen: Schwierigkeitsgruppe A, Schwierigkeitsgruppe B und C. Und das Schachspiel dauert an etwa 3-4 Monate. Und wir beginnen im Herbst wieder. Ich glaube, im September beginnt das neue Turnier. Und dann läuft es wieder in drei Gruppen. Und jeder kann sich ungefähr dann einschätzen, zu welchem Schwierigkeitsgrad er gehört und wie er teilnehmen kann.